willkommen in meiner kleinen Oase. Heute möchte ich euch einen Kuchen vorstellen, der seit einem Monat die Backforen und Gruppen im Internet beherrscht. Ein Kuchen, der solch eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er von manchen jetzt schon als Kuchen des Jahres 2014 betitelt wird, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Eigentlich handelt es sich nur um einen simplen Käsekuchen, aber er kann etwas, was kaum einer glaubt, ohne es selber auszuprobieren. Die Rede ist vom Dreh-dich-um-Kuchen oder auch Zauberkuchen. Zuerst wird in eine Springform der Teig gefüllt und danach wird darauf die Quarkmasse verteilt. Während dem Backen passiert dann das Besondere: durch die große Menge an Backpulver schäumt sich der Teig nach oben und die Quarkmasse sickert nach unten. Ohne den Kuchen zu stürzen, haben sich also Quarkmasse und Teig gedreht. Die Quarkmasse ist dann unten und der Teig oben. Ich zeige euch heute mein eigenes Rezept, das weniger fettig und weniger süß ist. Ich stelle trotzdem auch das Originalrezept auf meine Seite. Außerdem mache ich den Kuchen nicht mit dem Thermomix, aber ich schreibe euch zum Originalrezept auch die Zubereitung mit dem Thermomix. Somit könnt ihr selber entscheiden, welches Rezept euch zusagt und ob ihr den Kuchen mit dem Thermomix herstellen möchtet, wenn ihr einen besitzt. So, nun genug geredet. Ich zeige euch jetzt mein Rezept von der klassischen Variante. Natürlich kann man diese noch abändern mit Früchten oder Kakao, aber dazu sage ich am Ende noch mal etwas. Für den Teig benötigt ihr 150 Gramm Mehl, 20 Gramm Backpulver, also ein Päckchen, 3 Eier, 100 Gramm flüssige Butter, 100 Gramm Zucker, 10 Gramm Vanillezucker, also ein Päckchen, eine Prise Salz und ca. 50 ml Milch. Für die Herstellung des Teigs gebe ich nun alle Zutaten bis auf die Milch in eine Rührschüssel und lasse sie kurz miteinander verrühren. Der Teig sollte schön dünnflüssig sein, von daher gebt ihr einfach so viel Milch hinzu, dass euer Teig dann wirklich schön dünnflüssig ist. Der Teig ist jetzt fertig. Ich fülle ihn in eine Springform, die ich mit Backpapier ausgelegt habe. Ich backe diesmal in einer Springform und nicht in einem Backring, damit der Teig nicht ausläuft. Ihr könnt eine Springform von 24 bis 26 cm Durchmesser nehmen. Für die Quarkmasse benötigt ihr 500 Gramm Quark, 80 Gramm flüssige Butter, 3 Eier, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, den Saft von einer Zitrone, 10 Gramm Vanillezucker, also ein Päckchen, und 20 Gramm Maisstärke, also Speisestärke. In dem Originalrezept ist Vanillepuddingpulver enthalten, aber das ist grundlegend nichts anderes als Maisstärke und Vanillegeschmack. Von daher nehme ich gleich die beiden Zutaten und kann auf viele Zusatzstoffe, die oft im Puddingpulver enthalten sind, verzichten. Für die Herstellung der Quarkmasse gebe ich alle Zutaten in eine Rührschüssel und lasse sie kurz miteinander verrühren. Die Quarkmasse verteile ich jetzt vorsichtig auf dem Teig. Und das Besondere an dem Kuchen ist ja, dass während dem Backen der Teig hochkommt und die Quarkmasse später unter dem Teig ist. Jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Bei mir ist der Kuchen schon nach 40 Minuten fertig und hat sich nach 7 Minuten gedreht. Meistens braucht der Kuchen aber 60 Minuten und dreht sich nach 10 bis 15 Minuten. Die Backzeit hängt also mit eurem Backofen zusammen. Und jetzt könnt ihr den Kuchen beim Drehen zusehen. In der Springform abkühlen, damit die Quarkmasse fest werden kann. Wie schon erwähnt, lässt sich die klassische Variante mit Zitronensaft abändern. Sehr lecker ist auch eine Variante mit Schokoladenteig und Kirschen.
Dazu zum Teig einfach etwas Kakao hinzugeben und Kirschen auf der Quarkmasse verteilen. Die Kirschen sickern während dem Backen dann auch nach unten und befinden sich nach dem Backen in der Quarkmasse. Das funktioniert natürlich auch mit Mandarinen und anderem Obst. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Dreh-dich-um-Kuchen-Fotos bei Facebook in die Kommentare postet, damit auch alle anderen eure Varianten sehen können. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim gespannt vor dem Backofen sitzen und staunen.